Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2. Ich habe mir seit der letzten Aufnahme von vor einer Woche was zu trinken geholt und nehme mal direkt weiter auf. Schließlich wollen wir ja wissen, wo es jetzt lang geht. Natürlich zunächst mal mit einem Ladebildschirm. So. Ah, hier ist ein Lebensenergie-Aufladegerät, das uns einen Punkt Lebensenergie ist. Ah, wir müssen hier tatsächlich durch. Dann schauen wir mal, wie gut die hier gegen... Oh, okay. Das machen sie schon die ganze Zeit. Denn ihre Helme schützen also nicht sonderlich gut gegen Brechstangen. Sind scheinbar doch eher kosmetischer Natur, um die Angst aufrechtzuerhalten und nicht gegen Waffen. Auch hier... Mein Schuss macht vergleichsweise viel Schaden bei ihnen. So. Oh, hier fliegen auch ein Haufen Hubschrauber rum. Und wenn ihr guckt, die Hubschrauber haben alle eine hier auf der Entfernung klein aussehende Knarre vorne dran. So, die Stimme redet einfach einer nicht identifizierten Person von Interesse. Das heißt, die Combine-Soldaten kriegen nicht gesagt, wer ich bin. Und hier kommt der Zug, also bleiben wir erstmal hier hinten. Ah, sie fordert uns auf, unsere Identität mit den Schutzteams, mit den lokalen Schutzteams zu überprüfen. Steht der Zug im Weg. Hier können wir nicht durch. Da vorne können wir nicht durch. Also meine Pause galt. Ah, okay. Einmal. Den hier. Und hoch. Seid still. Ja. Das. Jetzt wissen sie natürlich, wo wir sind. Eben auch eine Flare abgeschossen da oben, damit alle wissen, wo ich bin. Also sollten wir uns in Bewegung setzen. Wo ist er? Da hinten. So, das kann in die Luft fliegen. Da müssen wir gucken, dass kein Gegner da drauf ballert jetzt. Die wollen wir nicht abballern. Wir wollen sie erstmal wegschieben. Und das hier ist eine Supply mit Ammo. Das ist eine Munitionskiste. Wo sind die? Na, da. Hatte der überlebt? Nun gut. Wir spielen auf einfach, das bedeutet, so ein paar Schüsse machen sich erstmal nichts aus. Ich will euch ja vor allem das Spiel zeigen. So. Ah, das ist gar keine Tür. Ah, hier kann man hoch. Okay, dann geht es also hier lang. Und dann hier hinein. So, und da kommt noch einer. Das Nachladen ist in dem Spiel relativ schnell. Der hängt am Fuß hier unten fest. Der nächste fällt auch runter. Und nein, die kommen nicht endlos. Es ist eine bestimmte Anzahl, die da steht. So, und hier kommt auch der Funkspruch: Unit down in Transit Block 3. Ja, eine Einheit deserviced.
Also ist aus dem Service ausgeschieden. Das ist wohl die nette Umschreibung für, es ist jemand gestorben. So. Oh oh. Das Fass rollt brennend auf uns zu, das ist nicht gut. Wenn ihr sowas macht, dann... So, hier kommt die Bahn. Dann lassen wir erstmal die Bahn an uns vorbeifahren. Und dann gucken wir, was der fallen lassen hat. So, ich höre mich auch selbst nicht mehr reden. Dieses Spiel muss man laut genießen. Lärm auf dem Ohr und alles ist gut. Bei diesem Spiel ist das für mich so. Ich habe es ja auch einfach super hingekriegt, die Musik anfängt, wenn die Action-Szenen losgehen. Noch mehr von denen. Gut, dann gehen wir einfach hier durch. So. Ich habe ein paar Lieblingsstellen in diesem Spiel. Also nicht wundern, wenn ich mir fast sage, das ist meine Lieblingsstelle. Ich habe hier tatsächlich mehrere Stellen, die ich sehr genieße. Das ist namentlich das Bootfahren. Ravenholm ist auch eine große Stelle. Und das Gefängnis. Zumindest. Na, das werde ich euch später sagen. Hier ist nämlich das zweite Haustier, was ich gerne hätte drin. Das erste, wenn ihr euch erinnert, ist dieses Tierchen, was als Waffe verwendet wurde. Hier kommt wieder ein Zug. Jetzt müssen wir erstmal durchfahren. Das ist übrigens ein Punkt, den sie sich nicht gegeben haben, dass sie leicht nicht von dem Zug zerschnetzelt werden oder so. Und da komme ich nicht rein. Wenn ich da nicht reinkomme, dann muss ich wohl da runter. Gut, der Abschnitt heißt auch Root Canal. Und das hier ist der Kanal, der Root Canal den Namen gibt, würde ich mal sagen. Und hier sehen wir auch direkt, wir haben eine Aux Power. Und tatsächlich ist es so, dass diese Aux Power generell für alles gilt. Wenn ich Lampe anmache, wenn ich Oxygen brauche, wenn ich sprinte, alles läuft über diese eine Energie. Da haben sie also etwas stark vereinfacht, was ich finde dem... Guess those sirens are for you, huh? Good thing you found us. You're not the first to come through here by... This is the free man. The Combine's reckoning has come. Und du willst mich nicht umbringen? We're just a lookout for the underground railroad. Main station's right around the corner. They'll get you started on the right foot. Meanwhile, let my Vortigaunt friend here give you a jolt to get you going. Ich kann auch ohne dass du mich abschießt. Oh, okay. Hm. Das ist der Soundeffekt dafür, dass der Suit sich auflädt. Okay. Die Vortigaunts sind also jetzt unsere Freunde. Ich würde mich übrigens so fragen, was die für eine Sendung geguckt haben. Ich habe das Gefühl, dass sie sich den G-Man angesehen haben. Und das würde heißen, dass der, ich meine, er hat mich hierher geschickt, dass der quasi auf der Seite der Menschen steht. Man hat ja eben gesehen, dass Breen von den Gönnern redet, dann aber mit irgendeinem komischen Alien-Maden, gigantischen Madenvieh redet. Deswegen... sag ich, mit den Menschen. So. Da hinten ist ein Rabe. Gucken wir mal, ob wir den abschießen können. Ja, wir können die Krähe abschießen. Das ist drin im Spiel.
Und hier sehen wir die Barnacles in besserer Grafik, wie sie nach dem Kopf schnappt. Krieger kann ich leider nicht mitnehmen. Und dann schauen wir mal hier weiter. Ich glaube, das mit der Railroad und nicht entdeckt werden hat sich damit erledigt. Die räumen jetzt einmal hier richtig auf. Also richtig, hier ist alles blutverschmiert. Nun ja. Übrigens sehen wir jetzt an dem Steuerkreuz links unsere Lebensenergie und rechts die Munition. Auch sehr, sehr praktisch. So, dieses Pfeifen zeigt uns eindeutig an, dass wir einen Gegner gekillt haben. So, das ist der Grund, warum ich mich hier schleiche. Hier weiß ich, ist eine Schussanlage. Und da sieht man schon, da können wir nicht viel ausrichten. Da lade ich lieber nochmal. So. Da müssen wir in Deckung gehen. Oh, einfach hier rein am besten. Das ist gut. So. Ah, und hier ist wieder Energie und so. Und da sind die auch weg. Mannschnitte. Was auch immer diese Manhacks sein sollen. Gehen wir erstmal hier wieder hoch. Und sind jetzt hinter diesem Schuss, dieser Schussanlage. Und können sie jetzt selbst bedienen. Das ist auch bitter nötig, denn jetzt kommen hier natürlich die Gegner von Bord. Ah, ich mag es hier in diesem Spiel Fässer zum Explodieren zu bringen. Ich hoffe mal, dass das nicht diese Manhacks sind. Da kommen die mit dem Auto und schießen irgendwelche Raketen natürlich direkt auf uns. Also sollten wir wohl hier weiter. Das Spiel zwingt uns mit einfachen Mitteln dazu weiterzugehen. Und da wir diesen Dings runtergeschossen haben, ist auch ganz klar, dass wir hierhin weitergehen. Hier ist ein Lambda-Symbol. Das heißt typischerweise, dass hier Loot versteckt ist in der Nähe. Ja, da ist es. So, ihr könnt nichts sehen, aber ich kriege hier gerade eine Fortschrittsmeldung für ein Achievement. 45 dieser Dinger gibt es im ganzen Spiel. Und wenn ich alle finde, was ich übrigens bis heute noch nicht geschafft habe, dazu müsste ich ein extra Playthrough mal machen und mit einem Guide spielen. Dann kriege ich das Achievement. Okay, diesmal sind es fünf Schüsse, bis der Barnacle, hier Klette, besiegt ist. So.
wissen wahrscheinlich, dass ich jetzt hier lang muss. Oh, die haben das Ding. Oh. Die schicken hier die. Die Fässer rein. Hoffentlich reicht der Sauerstoff, bis die alle explodiert sind. Der Sauerstoff reicht gerade so, um die Fässer zu überleben. Und damit ist der weitere Weg aufgesprengt worden. So. Weiter geht's. Hier höre ich auch schon einen Hubschrauber. Der hätte auch wegrennen können. Hier ist ein Wagen, der die Explosivkisten hält. Da ich jetzt mittlerweile weiß, dass die Gegner die gegen mich verwenden, versuche ich die mal abzuschießen, soweit das geht. Ja, ich bin nicht sonderlich ressourcensparend mit meiner Munition. Das geht. Jawohl, einmal die ganze Brücke eingerissen. Wieder, das ist wahrscheinlich so ein automatischer Funkspruch. Wenn der stirbt, wird automatisch ein Funkspruch gemacht, wo er war und dass er gestorben ist, sodass Leute hinkommen können. Macht natürlich auch Sinn, ne? Man reportet automatisch den Tod eines Polizisten, um Verstärkung hinzuschicken. Einfach eine Lebensüberwachung eingebaut in den Anzug und gut ist. So. Ich bin gerade ein bisschen mich am Orientieren, wo ich lang muss. Also hier ist ein Anhänger, hier ist das. Tatsächlich muss ich einfach nur hier rein. Das sind einfach nur Tonnen. Ich dachte, das wären irgendwelche, kann ich doch bestimmt dafür sorgen, dass die Klippen das fressen. Und dann. Das geht auch. Damit kann man die Kletten sprengen. Schön. Und hier haben sie jemanden das Gesicht verbrannt. Ja. Und hier schmeißen sie mir wieder Tonnen entgegen. Das heißt, ich speichere eben mal, trinke noch einen Schluck. Und dann geht's weiter. Hier kommen jetzt ganz viele. Erstmal in Bewegung bleiben. Schauen, wo die sind. Da hinten. So. Hier kommen die nächsten. Da haben sie mich tatsächlich getroffen. Aber da wir auf einfach spielen, ist natürlich der Treffer jetzt nicht sonderlich schwer. Das ist jetzt kein Problem. So, hier ist eine Leiter. Gut versteckt, aber eine Leiter. Da kommt die nächste Tonne. Die versuchen mich derb in die Luft zu jagen. Schwimmen wir mal unten drunter durch. Blub, 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 blub. Und hier wieder hoch. Und da sieht man die Tonnen, die sie gelagert haben. Ich würde sagen, wir nehmen ihnen mal die Munition. Mit möglichst wenigen Schüssen, indem wir eine Tonnenkettenreaktion auslösen. So. Ja, wie
gesagt, ich bin nicht sonderlich gut. Eine Einheit wurde aus dem Service genommen. Die verbleibenden Einheiten sollen mich, tja, containen. Es ist schlimm, ich schalte im Gehirn komplett auf Englisch um, wenn ich was Englisches höre. Und von daher bin ich tatsächlich kaum in der Lage zu übersetzen. Das Eingrenzen oder sowas. So. Und das ist jetzt das erste Rätsel im Spiel, das wirklich Physik benötigt. Nämlich muss ich... Jetzt habe ich hier eine Waage und ich muss hier hoch. Und das schaffe ich so nicht. Also muss ich mir jetzt Dinge suchen, die genug Gewicht haben. Und hier drüben drauflegen, sodass das Ding in die andere Richtung gekippt bleibt, selbst wenn ich drüber laufe. Und damit zeigen sie dann auch, also das Spiel zeigt an vielen Stellen natürlich diese Physik-Engine und so. Wie gesagt, am Anfang, als man Alex gesehen hat, und übrigens, das ist natürlich auch die Person, die dem neuen Spiel den Namen gegeben hat, als man Alex zum ersten Mal gesehen hat, hat sie natürlich gelächelt. Das war auch so ein Punkt, wo sie die neue Engine gezeigt haben. Das passiert, wie gesagt, jetzt hier noch häufiger. So, dann wollen wir mal hier hochrennen. Zack. Und natürlich vergessen zu springen. Ist ja klar. Ich habe zwar gedrückt, aber viel zu spät. Diesmal bin ich gesprungen, aber das lief nicht gut. Ich würde mal versuchen, ich mit Anlauf einmal so... Wie bin ich gerade so blöd dazu? Ist das vielleicht noch zu niedrig? Muss ich das letzte vielleicht auch noch drauf machen? Ja, und selbst wenn es jetzt nur Aberglaube ist, ich lege das auch nochmal drauf. Und dann... Ich kapier's gar nicht. Ich bin echt zu doof. Ich spring, glaube ich, zu früh. Oh Gott, das ist jetzt super peinlich, weil eigentlich ist keine besondere... Da haben wir es doch. Keine besonders schwere Stelle. Okay, hier links und rechts ist nichts. Und jetzt kommt hier ein Hubschrauber. Mal eben verstecken. Das wieder wegspeichern. Und da sieht man, wie der Wind, der von dem Hubschrauber kommt, diese Stromkabel bewegt. Gut, den Hubschrauber haben wir eben umgangen. Da ist aber wieder so eine Kamera. Und da kommt der Hubschrauber direkt wieder. Und er bereitet sich zum Schießen vor. Hier rein. Ja, das hilft uns nicht viel. Okay, gucken wir mal, ob wir in die Richtung weiterkommen. Ja, das ist schon... Ja, hier geht's eindeutig weiter. Hier können wir rein und verschwinde, du Kiste. Puh, okay. Die Schrauber sind erstmal für kurze Zeit los. Ich schenke mir noch was zu trinken ein. So. Immer genug trinken, Leute. Flüssigkeit ist lebenswichtig. Ich habe Probleme, auf meine 2 Liter am Tag zu kommen. Und habe daher mittlerweile angefangen, mit meinem Fitbit zu tracken, wie viel ich trinke. Okay, das ist wieder so eine Stelle, wo man die Barnacles mit so einer Kiste töten kann. 1, 2, 3. Ein, das war zu viel. Es hätten nur 2 Schüsse sein dürfen. Nun gut. Viel Schaden habe ich nicht genommen. Und die unteren Barnacles haben die Sachen eingesammelt. Von daher nutze ich das aus und renne einfach durch. Einmal nachladen. Hier dasselbe. Es sind 2 Schüsse, um eine Kiste, um so ein Ding zum Brennen zu kriegen. 1, 2 und in Deckung gehen. So, hier ist ein Heilkit. Gucken wir auch mal gleich, wie es hier weitergeht. Hier schießt der Hubschrauber entweder auf uns oder auf jemand anderen. Schauen wir mal. Das wird wohl auf uns gewesen sein. Schnell hier durch und hier wieder rein. Wir wollen uns möglichst
vor diesem Hubschrauber in Acht nehmen. Wir haben ja keine Waffe, die wir haben bisher nur hier die ganz normale Knarre. Mit der können wir nicht sonderlich viel machen. Den Hubschrauber kriegen wir damit zumindest nicht platt. So. Okay. Dann schauen wir mal hier. Da ist nichts. Die will ich ganz sicher nicht mit meinen Dings abhauen. Die würden nämlich ja explodieren. CP unit in City 17. Now they're flooding the areas up ahead with manhats. You better get going before they sweep through here. Oh shit! Too late! Ja. That was a close call. Thanks for your help. Ich habe eine schlichte Nachricht für dich. I'll give you some supplies to keep you going. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ich bin der Typ, nach dem sie suchen. So, er hat hier Nachschub für mich. Mal, ja, ein bisschen Munition, ein bisschen Lebensenergie. Und hier drüben. Da hinten habe ich eine Batterie für den Anzug gesehen. Ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Von allem etwas. Und wir können weiter. Ah, ich sollte ihr dir viel Glück wünschen. Und da sind wieder diese Schnitte oder Manhacks, die die unangenehme Eigenschaft haben, ziemlich, nicht nur ziemlich blöd zu sein, sondern auch mehrfach, ja, die drücken die Tür immer wieder zu, weil sie quasi der Tür im Weg sind. Ich brauche mehr als einen Schlag, um so einen Manhack zu töten. Aber erledigt, aber Leute, ihr könnt euch gewiss sein, das waren nicht die letzten. Und da haben sie den wahrscheinlich damit ihren eigenen Tod besiegelt, aber nein, ich höre immer noch das Pfeifen von Manhacks. Die sind hier rechts hinter der Wand wahrscheinlich. Die sind nicht sonderlich intelligent, die fliegen einfach nur auf Menschen zu, sobald sie sie bemerken. Und haben halt diese Sägeblätter, die sich drehen, mit denen sie sie, deswegen auch der Name, Schnitte, mit denen sie sie zerschneiden. Erstmal, dass die nicht von hinten kommen können. Hier ist noch eine Explosivkiste. Da können nicht durch die Tür durch, das weiß ich. Aber sie könnten oben an der Tür vorbei, wenn genug Platz wäre. Und das machen die auch. So, und hier sieht man eindeutig, wo ich lang muss. Dieses Ding ist nämlich schon kaputt gewesen. Und da kommen Manhacks auf uns zu. Zwei Schläge braucht es, um einen Manhack zu töten. Das sind übrigens genauso viele, wie die Headcrabs gebraucht haben damals. Und hier ist auch noch, sieht man auch noch, wie irgendeine Flüssigkeit da durchfließt. So. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Panty spielt Half-Life 2. Von daher sage ich jetzt für heute, ciao, miau.